Du Scheiße, Digga. This is Stay. I hereby call you to say, please protect Donald Trump with your blood. A wall of protection from your blood. And Melina. Linia. Linia. Seine Frau halt, die alte, ne? Liebe Grüße und Alter, Kuss, Kuss. König, Messias, Gottes. Haltet die Fresse! Was macht der? Warte mal. Was hält er aus dem Fenster? Ist das ein Rückspiegel? Gottes. Haltet die Fresse! Warum hat der einen Spiegel für sein Haus? Ihr dummen Wichser! Wie zur Hölle existiert ihr in der Wirklichkeit? Leben war. Was ist denn das, Alter? Der Gottessohn kam als Mensch zu uns. Danke. Was? Oh mein Gott, eine Brille! Kann man nur so ein Wichser sein? Was bringt dich her? Also nicht, dass ich mich nicht freue. Darf ich eintreten? Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter... Halt die Schnauze! Du bist der Kämpfer. Ich lege meine Hand in deine Hand, mit der du in die Pussy gegrabt hast. Warte mal, dein Kind. Dämlichen Wichser. Gerne würde ich mit dem umgedrehten Kreuz mal durchs Dorf laufen und ihm einfach mal riskieren, erschossen zu werden. Woher kommen denn diese... Das habe ich noch... Ich bin mir sehr sicher, dass ich das vielleicht gesagt habe. Aber ich bin mir nicht wann. Schmeckt. Gott sprach zu mir und empfiehlt ihnen das Tagesgericht. Wer hat das mal gesehen? Ich. Danke. Diese kardaschische Moch. Gesegneten Appetit. Taschen, hat jemand Interesse an frischer Eier? Alter, was? Jello Beats, holla at well, me. Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. Als wäre ich da gewesen, Digga. That's cause Jesus Christ is my nigga. Jesus, wenn ich damit aufhören soll, dann wirf einen Blitz auf mich. Jetzt weiß ich, aus welchem Video diese ganzen verleugnerischen, jesusfeindlichen, gottesfürchtigen Begriffe sind. Okay. Oh, jetzt kommt was Neues. Echo, wir sind da. Was soll das heißen? Nein! Wir sind da. Wo sind wir da? Ich verstehe diese schwachsinnige Frage überhaupt nicht. Das war doch gar keine Frage. Und du misch dich nicht wieder ein, du Idiot! Kümmer dich um deine eigenen Sachen! Melchior, bitte lass uns nicht wieder streiten. Wir müssen jetzt erstmal den Heiland finden. Komm, leck mich doch am Arsch! Mensch, der Heiland! Ich habe Durst, verstehst du? Und ich kann nicht arbeiten, wenn ich Durst habe. Aber das geht ja in deinen blöden Schädel nicht rein. Aber lass uns doch erst schnell die Geschenke übergeben. Ich schieb dir deine Scheißgeschenke gleich in deinen fetten Arsch, du dumme Sau, du! Hörst mir überhaupt zu? Ich habe Durst, habe ich gesagt. Ich will was zu fressen und was zu trinken. Gut. Also, geht da. Wasser.
zu warm. Ich will kaltes Wasser, du Arschloch. Ich hab kein anderes. Du, Balthasar, nimmst das Gold. Und Melchior, du die Myrrhe. Myrrhe? Zum Teufel. Soll denn bitteschön einer mit Myrrhe anfangen? Das ist doch kein Geschenk, du Arschloch! Hier hast du deine scheiß Myrrhe! Weißt du was, Melchior? An deiner Stelle wäre ich ganz vorsichtig. Irgendwann... Ja, komm nur her! Es ist überhaupt der Moment gekommen, dass ich dir in die Fresse haue! Diesmal schlag ich dir in die Fresse, da kannst du dich verlassen, du! Wenn du zu frech wirst, aufhören! Hört endlich auf! Wir sind die heiligen verdammten drei Könige. Wir sind hier, um den Heiland zu segnen und nicht, um uns zu schlagen. Himmel, Herrgott! Kommst hier angeschissen, du Zwergenregisseur! Mit deinen schwachsinnigen Fragen! Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Ich sehe aus, als wäre ich beim gleichen Zahnarzt gewesen wie Montana Black. Was sagst du? Warum ich dann überhaupt hierher komme, fragt der blöde Kerl. Ist das denn zu fassen, sowas? Weil ich nicht leben kann, ohne ununterbrochen Leute zu beleidigen. Du wow. Du dumme Sau, du! Aber darum gucke ich dich ja gern. Ein bisschen Kinski steckt auch in mir. Ein bisschen. Mein Lieblingscharakterfilm. Also ich sehe mich ja in so einem ganz alten Kinski, nicht Kinski, hier Mann, in so einer originalen, aus so einer Situation heraus. Hier, also das, da sehe ich mich. Ruhe. Klaus Kinski ließ sich von Nein! Kameramann Wolfgang Letsch das Filmen erklären und drehte in eigener Regie bei bester Laune seine Frau. Dann kam das Interview. Das kann ich nicht. Aber ich weiß nicht, was Sie mit ausgefallenem Titel meinen. Wieso ja, erzählen Sie selbst drüber. Was soll ich da erzählen? Ich war immer, wieso ist der Titel ausgefallen? Ich war nie ein Held und war auch nie negativ. Hab Scheißfilme gedreht und das ist alles Bessere, Schlechtere. Also... Ich kann mit den ganzen Worten nichts anfangen. Ich weiß auch gar nicht, was ich darauf antworten soll. Weil, wenn man mich zum Beispiel fragen würde, warum ich, oder wie Sie sagen, gerade... Wie hoch ist denn die Stirn, Alter? Also der Grund, warum es so heraussticht, ist, weil das Filmmaterial super alt ist, ne? Also wirklich super alt, aber das ist schon krass. Funktioniert hat... Ist das schon krass? Wie es gerade nötig war, verstehen Sie? Auch wie der guckt und so. Sie fragen mich zum Beispiel, warum ich das Neue Testament mache. Das kann doch überhaupt nur jemand fragen, der entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Sie halten mich für bösartig. Nein, ich sage, das kann nur ja. Wie kann man mich fragen, ob ich das Neue Testament mache? Das können doch nur Idioten fragen, für meine Begriffe. Warum? Haben Sie nicht den Beweis dafür, dass in Amerika oder Gott sei Dank heute oder auf der ganzen Welt schon Millionen und Abermillionen von Menschen das wollen? Wie können Sie mich das fragen? Nur um wieder mich dazu zu benutzen, zu fragen, also warum ausgerechnet er und war man, oder weswegen haben Sie den Auftrag, ein Interview mit mir zu machen zum Beispiel? Weswegen? Weswegen? Weil Sie das interessiert, dass ich das Programm mache oder weil Sie irgendwelche Kuriositäten herausfinden wollen? Gehört das jetzt zu den berühmten... Das gehört zu allem! Das gehört zu allem! Oder hauen Sie mit Ihren Kameras ab, Sie sehen mir einen Dreck. Wenn Sie nicht fähig sind, Ihre richtigen Fragen zu stellen und ich spreche nicht, weil ich ein Interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie! Ich glaube, das ist am besten. Ich habe damals auch immer beleidigt. Mach ich nicht mehr. Also, hat sich geändert. Haltet die Fresse, ihr dummen Wichser! Verpisst euch! Was seid ihr in diesem Kanal? Was sind das für Leute? Holy shit. Sehr, sehr gut. Halt die Fresse! Anfang war stark, das Ende ist einfach nur faszinierend, das zu sehen. Wie weit das ist teilweise, ne? Vollkommen krank.